Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu New Super Mario Bros. DS. Yo, im letzten Part haben wir die erste Welt komplett geschafft. 100% alles tipptopp. Es geht in Welt 2.1 weiter. Ich bin mal gespannt. Welt 2 hatte ich gut in Erinnerung, sogar ziemlich gut. Eine starke Wüstenwelt war das, glaube ich. Und wie im letzten Part schon erwähnt, habe ich ein Thema dabei. Und zwar möchte ich ein bisschen über YouTube reden. So, ja, YouTube. Was stört mich an dieser Drecksplattform? Gut, Drecksplattform ist jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd gesagt, aber YouTube hat ja eigentlich seine Regeln und ich finde es schon scheiße, dass sie die nicht einhalten. So, dann gibt es sowas wie Katja. Sowas dürfte eigentlich nicht auf YouTube existieren. Ne? Und das regt mich auf. Nur weil sie Klicks macht, akzeptiert YouTube sie. Und das finde ich ziemlich beschissen, aber ist natürlich klar, Geld, ne? Jeder will das Geld. Ah, goddammit, ey. Also ohne Kack, ich kann mich darüber stundenlang aufregen. Das ist der Hammer. Und wisst ihr was? Wann habe ich angefangen? Ich habe 2010, 2011 angefangen, YouTube zu schauen. Habe ich sowas wie Domtendo gefunden. Geilkind, Mann. Ja. Er war dann noch in seiner Jugendphase und das war einfach nur genius, einfach nur episch. Und ich finde, dass er heute auch schlechter geworden ist. An sich nicht von der Audioqualität oder so. Vom Professionellen her auch nicht. Nein, aber vom Kommentarstil. Er ist mir heute ein bisschen zu monoton, / langweilig. Ist nur meine Meinung dazu. Viele sagen, yo, er war früher auch besser, da gehöre ich zu. Manche sagen aber auch, Alter, was, heute ist er viel besser. Ich finde nicht, dass er heute besser ist. Weil ich finde, man hat damals halt gemerkt, dass er mega viel Spaß an seinen Let's Plays hatte. Was ich heute, finde ich, nicht mehr so ist. Ich finde, heute ist er, versteht mich jetzt nicht falsch, es ist nicht, ah, goddammit, ey, dieser Spaß da oben, ey, der geht mir auf den Sock, Alter, hä? Ich glaube, hier war auch irgendwo die erste Starcoin. Ja, aber damals hat man einfach gemerkt, wie er zu den Dingen steht, die er macht. Das ist so. Und heute, ich weiß nicht. Ich denke nicht, dass er so viel Spaß hat wie damals. Er hat auch mal erwähnt, warum er nicht mehr so ist, wie er damals war. Und zwar liegt das daran, Nintendo will ja nicht so jemanden, der nur rumraged, da mit ihm Bekanntschaft schließen, sage ich mal. Kann ich vollkommen nachvollziehen, komplett. Was ich aber nicht nachvollziehen kann, er meinte, damals sei er ein Spaß gewesen und er hat sich angepasst. So, ne? Ich weiß nicht, ob ich das einfach als Ausrede sehen lasse. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hat einfach gemerkt, wie viel Spaß er hatte, vor allem wenn Caleb noch dabei war. Oh lol. Cool. Wenn Caleb dabei war, da war er nochmal richtig, richtig dabei. Hat einfach den Spaß gemerkt. Ich weiß auch nicht. Und dann gibt es solche Leute wie ApoRed. Diese Leute gehören für mich nicht auf YouTube. Sie zerstören das. YouTube Deutschland ist für den Arsch. Ist so. YouTube Deutschland ist tot. So gesehen. Vor allem die größeren. Sowas wie Bibi. Sowas darf nicht existieren. Ohne Kack. Solche Mongos. Die nur wegen dem Geld den Scheiß machen. Das geht mir so auf den Sack. Ohne Scheiß. Bibi, ne? Alter, so dumm. Und das Geilste sind die ist ja auch in im Moment, solche Verlosungen zu machen. Ne? Also, diese Verlosungen so. Bleib bis zum Ende dran. Aber sie haben 8-mal in ihrem Video, oder weiß ich, 4-5-mal in ihrem Video Werbung geschaltet. Ja? Sie kriegen einfach das, was sie euch geben, so gesehen zurück. Das sind solche Mongos, ehrlich. Ich verstehe auch nicht, wie Leute das liken können oder es nicht blicken, dass die einfach nur hinter dem Geld her sind. Ich verstehe diese Leute nicht, die sich diese anschauen. Die regen mich so dermaßen auf, es ist einfach nicht mehr gut. Secret Exit. Nee, das macht mich derbe aggressiv, wenn ich solche Leute wie ApoRed sehe. Die jeden Trend hinterherlatschen. Zum Beispiel dieses 100-Grad-Messer. Ich habe gesehen auf der Startseite und wirklich, ich habe da Kopfschmerzen gekriegt, als ich das gesehen habe. Und zwar,
Experiment 1000 Grad scharfes Schwert versus Yeezys. Ich habe mir das nicht angeguckt, ich habe da nicht drauf geklickt, ich will nicht wissen, wie die Bewertungen sind, aber ich hoffe, die Leute blicken endlich, was für einen Vollhonk sie da abonniert haben. Das ist einfach der dümmste Spaß auf in YouTube Deutschland. Wirklich, das ist der, das ist die größte Missgestalt. Aber Simon Desio ist auch nicht viel besser. Simon Desio, Digga, über den möchte ich gar nicht erst anfangen. Simon Desio ist ein Untermensch. Ich weiß nicht, wie die privat sind. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn die schon bei YouTube hinter Geld her sind, so, ne? Dann sind die im Real Life nicht anders. Aber natürlich, ich kann auch glauben, dass sowas zum Beispiel Nebelneek feiere ich überhaupt nicht. Dieses Rumgekatte macht mich derbe aggressiv. Ich krieg Ausschläge von dem Scheiß. Aber ich kann mir vorstellen, dass er privat ganz in Ordnung ist. Aber ich glaube, Simon Desio ist privat genauso ein Spaß, dann ist nur hinter dem Geld her. Also wirklich, nee, ApoRed, das ist so ein Spaß. Sorry, aber das sowas darf einfach nicht existieren. Ich verstehe nicht, wieso Leute sich sowas reinziehen. Und ich muss auf, was mir gerade auffällt, ich skill schon in dem Party schon ein bisschen rum, ne? Ohne Kack. Also ich weiß ja nicht, wie eure Meinung zu YouTube Deutschland ist, aber YouTube Deutschland ist genau wie die Spieleserie tot. Ist so. Die Spiele sind tot heutzutage. Ich weiß auch nicht, wieso jede Spiele... Ja, gut. Zelda ist noch nicht tot. Zelda ist nicht tot. Metroid ist tot. Es ist einfach fast alles tot. Wisst ihr? Und ich weiß auch nicht, warum man sich Paper Jam zum Beispiel kauft. Ich hab's getan. Jetzt kommt die Begründung. Ich fand's von Anfang an nicht gut. Ich fand's von Anfang an, habe ich gedacht, Digga, was ist das? Was ist das? Ja, habe ich von Anfang an gedacht. Und ich habe es mir auch nicht vorbestellt. Ich habe so im Laden gesehen, wollte mir Galaxy 2 kaufen, weil das einfach ein... Das ist das beste 3D-Mario, finde ich, nach meiner Meinung. Junge, Junge, Junge. Ich raste gleich aus. Mann, dieser dumme Fisch. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Egal. Ja, wie klappt das war, ey, ohne Scheiß. Ja, die Spiele sind auch heutzutage Dev. Ist so. Gibt eigentlich... Paper Mario ist tot, leider. Eine Spieleserie, die ich geliebt habe. Aber natürlich muss Nintendo sie zerstören. PM1 war so geil und PM2 war auch so geil. Aber ich kann mich einfach nicht entscheiden, welchen Teil ich besser finde. Ich kann mich da nicht entscheiden, ohne Scheiß. Ich finde die beide so genial. In 1 fällt mir halt... Ist halt kein Kapitel, was ich kacke finde, glaube ich, im PM1. PM2 gibt es schon. Also vierte Kapitel mag ich jetzt nicht so. Aber gut, wir waren jetzt hier bei YouTube Deutschland. Gaming ist jetzt tot. Ist so. Gaming ist, juckt keinen mehr. Finde ich auch schade. So. Aber gut. Die Let's Player sterben aus, das ist so. Gronkh ist so der einzige mit Domi noch. Die finde ich jetzt richtig stark sind von den größeren. Ne? Ich finde Domi immer noch cool. Kein Ding. Aber damals in seiner Jugendzeit, also vor 4, 5 Jahren, ich fand sein Content. Ja, der Content, das kann ich nicht so sagen. Ich bin ein Mensch, der Rages liebt. Ich liebe. Rages. Ich liebe es, wenn jemand ausrastet. Was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ausraster, aber nicht so gestellte. So Dena-Ausraster. Dena ist für mich... Das ist nicht ernst. Das merkt man. Es ist so und es ist leider so. Das ist bei vielen so. Und dann gibt's halt diese netten. Diese ganz netten Let's Player. Die einfach viel zu nett sind. Und das mag ich auch nicht so. Natürlich, sowas wie, ja, gut, kann man das Let's Player nennen? Ja, schon, ne? Paluten zum Beispiel, der ist so jemand, der ist zu freundlich, den... Ja, natürlich kann ich den ernst nehmen. Oh, du Spast, ich hab's... aber, der ist einfach viel zu nett. Und Present, der gute Present, ist genauso. Der ist viel zu nett, ohne Scheiß. Ich finde, also Present... Super. Der Typ ist so... Der ist top. Ich kann nichts gegen den sagen. Present ist geil. Oh Gott, nee. Ich gehe jetzt das Risiko nicht ein, dass ich sterbe. Und...
Ja, Present ist einfach geil. Ist so. Ist ein Poketuber, falls keiner den kennt. Macht auch Mario Kart 8 und da redet er über Themen. Ich finde den super. Present ist top. Mit dem ist alles richtig gelaufen. Kann man so sagen. Und davon gibt es zu wenige heutzutage. Es gibt auch diese Minecraft-Söhne. Ich nenne es jetzt mal Söhne. So, die mit Minecraft angefangen haben, weil es ist Mainstream, ich hab's auch gemacht und ich schäm ist jetzt schon wieder ein falsches Wort. Ah, scheiße. Ich glaube, ich gehe drauf. Aber ich will noch die Starcoin mitnehmen. Oder auch nicht! Dann, wir warten jetzt lieber noch eine Runde. Oh nee, der Koopa, ne? So, okay. Ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren. Sorry. Okay. Ich glaube, hier kenne ich noch einen Secret Exit. War doch ein Level, oder? War das nicht hier? Oh, Jesus. Eine Mini-Röhre? Oh, goddammit. Dann ist das schon ein bisschen kacke. Den hole ich dann wahrscheinlich mal offscreen. Schneid den euch vielleicht... Ja, okay. Nee, mal gucken. Warte, was ist da? Das will ich überprüfen. Oh, lol, nur Münzen. Ja, aber sowas echt wie so Present, das sind Leute, die einfach episch sind. Oder, oh, Razor. Razor ist geil, Dommy ist geil, alles episch. Ach nee, das war die Starcoin da unten. Kann das sein? Oh, nee. Oh, bitte nicht. Dankeschön. Ja, gelitten! Alter, wie bin ich hier durchgekommen? Ja. Jesus. Du Wichser bringst mich nicht um, wenn du mich umbringst, ey. Ich klatsch dir das ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob es den Secret Exit gab. Eigentlich nicht. Das war die Starcoin da unten in dieser Mini-Röhre, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Ja, doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Ist aber in Ordnung. Das passt jetzt nicht so. Wir machen einfach erstmal weiter, sonst schneide ich euch die noch am Ende des Parts rein oder so. So. Present. Geil. Dommy ist geil. Oh, lol. Ah, das Level ging sehr lange. Das war ein schwieriges Level. Ich versuch's mal mit Minipilz abzuschließen. Ich habe sonst ja nichts zu tun im Leben. Oh nee, Insider, ja. Ja, und es gibt einfach zu wenig Let's Player, aber das ist auch vollkommen verständlich. Jetzt nochmal zu den Minecraft-Söhnen. Ich find's lächerlich, dass die erst mit Minecraft im Mainstream in Person anfangen. Was ja nicht schlimm ist. Ist ja nicht schlimm. Aber, dass sie dann auf diesen Lifestyle-Faggot-Müll umsteigen. Das ist wirklich schon Abschaum, ne? Und das müssen die auch mal eigentlich verstehen. Dass das nicht... Es ist SK, glaube ich, Krancrafter, diese ganzen, die alle. Die sind jetzt bei dieser in der Lifestyle-Schiene hängen geblieben. Und das ist total lächerlich. Und was auch lächerlich ist, ist das hier. Was ist das denn für ein Dreck? WTF? Ah, asozial, ja. Ich glaube, ich habe schon das Starcoin am Anfang verpasst. Kann ich mich so erinnern. Boah, die dritte, was? Was ist denn hier? Ja. Okay, das Level müssen wir definitiv nochmal neu spielen. Ist aber in Ordnung. Und wie wir das Level neu spielen müssen, holy shit. Okay. Ja, wenn wir überhaupt überleben. Ja, komm her, du Spast. Hä, was willst du, ne? Barababiu! Tot. Nee, also ehrlich, ich weiß nicht, was mit YouTube Deutschland ist. Das ist lächerlich. Fünfmal Werbung schalten und... Nee. Kann ich nicht ab. Solche Leute sind für mich einfach auch keine Menschen mehr. Weil das ist einfach Abschaum, wirklich. Sowas sollte man nicht machen, aber natürlich machen sie das wegen dem Geld, ist ja normal. So ist YouTube halt. Und Leon Mascher? Was fällt dir eigentlich ein? Diese Fake-Pranks zu machen? Was fällt dir überhaupt ein,
zu leben. Ja, okay, das klingt jetzt... Okay. Nee, das ist vielleicht sogar noch untertrieben. Wieso existierst du? Was ist der Grund dafür, dass du so ein Bullshit produzierst? Aber ApoRed ist da sogar noch schlimmer, wirklich. Also, die sind ja in einer Gang. Ist mir auch völlig egal, was die da machen. Aber das sind so richtige Bobs, so richtige Lutscher. Ich sehe eine Starcoin da oben. Okay. Müssen wir hier hin, oder? Hey, warte, hä? Warte mal. Müssen wir jetzt... Ist die hier unten? Tatsächlich, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich verstehe nicht, wieso. Wieso man also auch so Mainstream-Kacke machen muss. Natürlich, Geld regiert die Welt. So heißt das und so ist es auch. Und das ist das Schlimme. Aber das Schlimmste sind wirklich auch die... Also die ich kann es verstehen, dass man sowas schreibt. Oh, das kenne ich noch, ja. So, keine Ahnung. ApoRed ist ein Hurensohn, 50 Likes. Ist ja in Ordnung. Kann ich auch verstehen, dass man bei so einer Kacke aggressiv wird. Werde ich ja auch. Aber, wieso guckt man sich das Video an? Wenn man wirklich jemanden hasst, sollte man so eine Scheiße ignorieren. Ihr guckt euch das an und ihr helft den ja, die schalten ja Werbung drauf, ne? Und dann guckt ihr euch das an und dann beleidigen die, aber das ist denen ja Wayne. Die Hater sind denen auch egal. Solange die da draufklicken und... Nee, was aus YouTube geworden ist, ist... Junge! Ist richtig schlimm, wirklich. Es gibt... so viele kleinere Let's Player, die jetzt anfangen und die haben es schwierig. Ich hab's ja... Es ist einfach so, heutzutage wird man nicht mehr groß durch Let's Plays. Nur durch diesen Hipster-Faggot-Scheiß. Lifestyle-Gebumse. Ich hasse diesen Scheiß. Es ist nicht cool, Miguel Pablo in Baden in 800 Chicken Wings. Was ist mit dir... Was ist bei deiner Geburt schiefgelaufen? Bist du fünfmal auf den Boden geknallt? Also wirklich, ich frag mich, wenn die da sitzen und sich und auf Videos klicken und dann das sehen, was die da machen mit diesen roten Pfeilen Scheiße, diese Clickbait-Gebumse. Denken die wirklich von sich? Das hab ich gemacht. Das war gut. Ich glaub nicht. Ich glaube nämlich, dass sie sich auch dafür selber in den Arsch treten können. Und das sollten sie auch tun. Und ich bin mir sicher, 2015, jeder hat gesagt, Alter, 2016 wird besser. YouTube wird nicht so ein Müll. 2016 wurde noch schlimmer. Und bei den Gaming-Sachen war das genau derselbe Fall. Jeder meinte, Junge. Oh, nice, erste Starcoin. Bei Gaming auch. Alter, 2015 voll der Crap. 2016 wird besser. Nein, es war nicht besser. Es war nicht besser. Das ist ja das Epische. Naja. Nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr weiter auf YouTube eingehen, weil da kann man wirklich sich Stunden drüber aufregen. Das ist so. Und ich möchte das auch nicht. Ich habe keine Energie dazu, weil das ist einfach nur Bullshit. Das sollte man sich auch nicht antun. Wirklich. Ich glaube, den Scheiß brauchte man. Ah, die Starcoin kenne ich noch. Warte, erstmal den Bumerang durchlassen. Die war gut. Gute Starcoin übrigens. So, wir gehen jetzt wieder auf das Spiel ein. Ich habe wahrscheinlich auch vieles ausgelassen und mich öfter wiederholt. Sorry, aber ich muss mich ja auch ein bisschen auf das Spiel konzentrieren. Und vor allem, ja, alles anzusprechen. Da könnte man ein 8-Stunden-Video draus machen. Kannst du bitte nach rechts, nach... Jetzt weiß ich nicht mehr, wo links, rechts und links ist, ey. Ist ja episch. Hä, was? Die letzte? Bitte? Hä, wo war denn die zweite? Ich bin so ein Idiot. Ich weiß, wo die ist. Bin ich dumm? Hä? Bin ich blöd? Natürlich. Oh, wie dumm bin ich? Jetzt war das so klar. Oh, Trottel, ey.
Hey, hallo, ich bin doch gesprungen in Betrug. Nee, auf dich, Mongo, habe ich eh keinen Bock, ey. Ja, die New Super Mario Bros. Spiele sind ja auch jetzt ausgelutscht. New Super Mario Bros. 2. Nee, das ist so ein schlechtes Spiel. Das ist auch ekelhaft, ne? Ich habe ein Problem. Der Feuerschmock kommt. Ja, wir haben's. Oder? Ich sag noch nichts. Ja, genau, okay. Huja! Nicht die eine verfickte Hurensohn-Lücke! Oh! Alter, war das knapp! Jesus Christ! Holy shit! Das war gut! Skill! Skill.exe, ja. Aber ich habe in dem Part richtig gut geskillt eigentlich, ne? War jetzt gar nicht schlecht. Wir können mal das One-Up-Spiel machen. Ich finde das ziemlich geil. Es laggt übrigens ein bisschen. Ich habe herausgefunden, warum das. Es liegt am Aufnahmeprogramm. Das ist, ich hoffe, im Castle laggt das nicht so. Ich glaube, das hat im letzten Part deswegen gelaggt. Weil da Lava war und so. Und ich weiß nicht. Es war halt vielleicht alles ein bisschen zu viel. Kann sein. Ich liebe dieses One-Up-Spiel. Es gibt eigentlich kein Spiel bei New Super Mario Bros., was ich gut fand. Kein One-Up-Spiel, außer das. Das ist episch. Und direkt im First Try alles. Ja, Skill ist hoch. No push. Es gab noch einen Secret Exit, der hier runterging. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der war. Werde ich mich erkundigen. Auf jeden Fall. Ach, es gibt noch ein Level? Ah, das war das Level. Das kenne ich noch. Tatsächlich, ja. Das war gar nicht mal so einfach, ne? Ja, ja, muss ich aufpassen. Definitiv. You up dance near. Ja, und wirklich, ach ja, das kann ich jetzt noch ansprechen. Der einzig große YouTuber, der wirklich... Guys, ey, wie geht mir? Ich bin so ein Trottel, ey, ein Trottel. Ja, hallo, schwul? Der einzige große, okay, zwei, na gut, kann man nicht so sagen. Der einzige große YouTuber, der kein Gaming macht, sage ich mal, und der wirklich Stuff macht, wofür YouTube ist, für Kreativität. Kreativität, das ist Julian Bam. Julian Bam macht aufwendige Videos, die nicht Standard sind. Wisst ihr? Und das ist so eine Sache, da können sich die ein oder anderen mal eine Scheibe von abschneiden. Oh, bin ich dumm! Was mache ich denn hier überhaupt? Alter, habe ich gelitten. Ja, verpiss dich mal wieder. Bitte roll hierher. Ach ja, ich kann doch nur hierher gehen. Heftig dumm. Oh lol! Als ob! Oh, habt ihr gelitten, ey? Ich verpiss mich mal! Oh, ich bin auch so ein Trottel. Oh lol! Kommst du ja mit hier hin? Das Level ist ziemlich cool. Ich liebe es. Ah, ihr Asslachs! Ich darf jetzt nicht sterben. Nein! Ich brauche eine Blume hier, Mann. Als ob ich jetzt hier so faile. Bin ich geistig irgendwie zurückgeblieben oder so? Ich weiß, ich bin gestört, aber... Also jetzt nicht in dem Sinne, sondern ich bin einfach nur dumm und krank. Manchmal einfach nur übelste Fails und manchmal einfach übelstes Skill. Und hier ist einfach jetzt nur übelstes Failen. Ja, du gehst in die richtige Richtung, Mann. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil das ein Scrolling-Level ist. Ich weiß auch nicht, wie lang der Part ist. Ja. Ah, ja, die Baden-In-Sachen, das ist schon, dass wirklich jeder auf diesen Hype aufspringen muss. Ne? Also,
Simon Destio. Also ApoRed ist wirklich jetzt das, ohne Kack jetzt, ist wirklich das der größte wirklich auf YouTube. Ich habe keine anderen Worte für den. Und für mich hat er auch nichts, keine anderen Worte verdient. Sorry, aber ist so. Er ist einfach... Wie kann man sich denn sowas reinziehen? Guys, sagt mir nicht, ihr zieht euch diesen Mongo rein. Bitte. Überlegt mal. Sowas wie Tanzverbot, wirklich. Viele hassen ihn. Viele hassen ihn, weil er die Wahrheit sagt. Viele hassen ihn, weil er auch raged. Und er ist einfach für mich genau das, was ich liebe. Er raged. Er spielt CSGO. Und... Oh, lol. Er spielt CSGO. Episch. Hat geile Meinungen. Und er ist auch echt witzig. Also, ich feiere ihn. Vor allem, weil er wirklich seinen Mund aufmacht. Und das macht fast keiner. Und YouTube... Die ganzen Spassen wissen ja selber, dass... ja. Sie dumm sind. Und Müll produzieren, der YouTube... komplett zerstört. YouTube früher war so gut. Und heute ist es wegen Leuten wie ApoRed und Bibis Beauty Palace und so. Bullshit. Ohne Kack. Habt ihr schon mal geguckt? Bibis Beauty Palace überholt Gronkh. Wollt ihr das echt zulassen? Dass so eine dumme... Alter. Keine Worte. Wirklich? LOL, schon wieder? Nee, die hat für mich gar nichts verdient. Die Cola war alt. Boah, die schmeckt scheiße. Holy shit. Und diese Professionalität geht mir auch mega auf den Sack. Ohne Scheiß, das geht mir so auf den Sack. Wir sind auf fucking YouTube. Professionalität. Wir sind auf YouTube, hallo! Ach, dumm, wie scheiße, ey. Oh, ich wollte es ausprobieren, ich wollte es ausprobieren. Schade. Naja. Hä, hallo, der hat sich ja nicht reinge... Bin ich jetzt... Jetzt mal wieder konzentrieren, bitte, ehrlich. Das Castle ist so piss einfach. Naja. Das Castle ist super einfach, ehrlich jetzt. Das können wir jetzt hier nicht verkacken. Das wäre schon wirklich peinlich. Aber ich glaube, ich muss euch noch was reinschneiden. Ja, natürlich muss ich euch. Obwohl, nee, muss ich nicht. Eventuell. Mal gucken. Ja, ich muss auch noch die Starcoin reinschneiden. Ich muss mal gucken, wo die ist. Komm, schieß. Dankeschön. Ja, nee, ich möchte jetzt auch nicht mehr drüber reden. Jetzt wirklich, jetzt ist Schluss. Kann ich ja nochmal irgendwann ein extra Video oder so zu machen, weiß ich nicht. Wenn ich Bock hab. Wir machen es erstmal risky. Ja, risky, was heißt das? Es gibt hier nicht nur eine Möglichkeit, den Boss zu bezwingen. Und für die eine Version brauchen wir erstmal die Starcoin. Hä, Mini-Pilz zum Boss? Bist du dumm? Wenn ihr wüsstet. Oder die meisten wissen es halt, aber für die, die es nicht wissen, GG. Mal gucken, ob ich ihn First Try packe. Ich hatte damals sehr Probleme, den so zu packen. Aber so schwer ist der eigentlich gar nicht. So. Number one. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm! Alter Vater, ey, bin ich dumm. Was zum Fick? Ich hab hier ernsthaft gefailt. Ich hätte den Part echt beenden müssen. Eben. Wow. Als ob. Ich hab's echt geschafft. Junge, jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte den Part echt beenden müssen. Holy shit. Was gehen ab?
Na, seid ihr öfter hier? Würde mich freuen. Ich bin so ein Idiot. So, jetzt komm. Jetzt wollen wir mal Real Talk hier, ne? Real Talk, oh Gott. Ich sag da jetzt gerade gar nichts mehr zu, ganz ehrlich. Bin ich dumm? Ich mach den Boss jetzt normal. Nee, gar nicht wahr. Na, wohl. Nee, Mann. Und das machen wir auch safe, weil eigentlich rutsche ich hier immer instant weg, also runter und dann über diese Kugel drüber, aber ich glaube, hat gerade keinen Bock. Ne? So, keiner sehen, dass die Kugel mich da auch noch trifft. Oh nee, ey, bin ich dämlich. Ein dämlicher Vollhonk. So, wir wollen es mit Mini-Pilz machen. Ich werde, glaube ich, auch, wenn wir das jetzt mit Mini-Pilz geschafft haben, nicht den Versuch einblenden, wo ich den nochmal normal mache, weil Mini-Pilz ist eh schwieriger. Und dann blende ich euch einfach gleich noch ein, wo die Starcoin ist und wo dieser Secret Exit ist, weil ich habe das so im Urin, dass da noch ein Secret Exit war. Also, dass ich hier gefailt habe, also wirklich, ich könnte euch eigentlich jetzt 50 Euro Amazon-Gutschein geben. Ich laber auch nur Scheiße, aber ich finde das gut, wenn man nur Scheiße... Junge! Jetzt komm, jetzt mal ganz, ganz kurz konzentrieren vielleicht. Danke, was war denn so schwer daran? Nichts. Ich finde es auch gut, dass hier diese Custom-Bosse sind. Also so nicht die Krooperlinge, nicht irgendwie diese Standardgegner. Es sind einfach immer komplett neue. Und das ist super an diesem Spiel. Welt 3? Hä? Nein, Welt 4. Das finde ich auch voll cool. Aber mach natürlich nach der Reihe nach. Oh, Welt 4 war sogar ganz cool. Jo. Okay. Okay, guys. Ich würde sagen, das war's für den Part. Ich schneide euch jetzt am Ende nochmal die Starcoin und den Secret Exit ein. Also ich glaube echt, sie war noch ein Secret Exit. Haut da rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.